So, hallo und herzlich willkommen zur 21. App-Review. Heute gibt es drei Apps. Zwei sind kostenpflichtig und eine ist kostenlos. Los geht's mit Chopper 2. Kostet 2,39 €. Und zwar ist das ganze Spielprinzip recht einfach. Man ist ein Flugzeug, das man mit der Tiltsteuerung steuert und rettet entweder Menschen oder schießt auf Gegner. Man ist jetzt hier in der Weltkarte, da kann man ein Gebiet nach dem anderen freischalten. Los geht's mit diesem Gebiet hier. Und wir gehen jetzt einfach mal in den Anfangslevel. Das Ganze ist mit Open Find gekoppelt. Ist wirklich eine sehr schöne Grafik. Hier am Anfang bekommt man immer so ein kleines Intro, was man machen muss. Das überspringen wir jetzt mal. Indem man nach oben, das iPhone nach oben bewegt, geht der Heli nach oben, nach unten geht er nach unten. Wir fliegen jetzt mal rechts rüber, hier sind so Vogelschwärme, denen muss man ausweichen. Und da sieht man hier gleich am Anfang einen Zivilisten, den ich eben aufnehmen muss. Und die Pfeile am Bildrand zeigen mir an hier, wohin ich fliegen muss. Grafik ist wirklich sehr schön gemacht. Fliege ich jetzt durch Vögel durch, verliere ich hier oben Leben. Ich kann das Spiel jederzeit pausieren und wenn ich nicht weiter weiß, auf das Fragezeichen tippen. Es gibt auch immer ein Zeitlimit, das sieht man rechts oben. Und jetzt habe ich die erste Mission schon geschafft, die recht einfach war. Am Anfang denkt man wirklich, der Preis, ja, 2,39 €, aber auch der erste Teil war schon ein großer Erfolg. Und ich kann es euch nur empfehlen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal noch in den fortgeschrittenen Level, wo man auch Gegner sieht. So, genau. Jetzt hat man hier seinen roten Laser. Durch Bewegen kann ich den Winkel ändern, auf den ich schieße. Und hier unten sind jetzt die ersten Gegner, die ich abschießen muss. Hier links kann ich Bomben werfen. Die brauche ich jetzt bei diesen Gegnern noch nicht, aber später kommen auch Panzer hinzu, da ist es sinnvoll, die Bomben einzusetzen. Das Spielprinzip ist wirklich jetzt immer ähnlich, man muss Zivilisten retten und eben seine Gegner zerstören und ich kann euch das Spiel wärmstens ans Herz legen, es macht wirklich eine Menge Spaß. Als nächstes kommen wir zu Sandstorm, kostet 79 Cent und ist wirklich eine klasse App, ist ein Ego-Shooter, also ganzer Name ist Modern Combat Sandstorm, ist ein Ego-Shooter mit klasse Grafik und wirklich richtig gute Steuerung, das hat mich vollends überzeugt und gerade für die 79 Cent ist es echt ein klasse Spiel. Man bekommt am Anfang immer seine Mission, die man machen muss. Hier laufe ich und tippe ich woanders am Bildschirm, bewege ich eben meine Waffe. Das ist eben die klassische Ego-Shooter-Perspektive. Hier oben sehe ich meine Waffe. Durch Doppeltippen kann ich die wechseln, kann Handgranaten werfen und auf diesem Kreuz feuere ich. Der grüne Pfeil zeigt mir mal an, wo ich hinlaufen muss, und man sieht jetzt hier schon den ersten Gegner, der dann auch Waffen und Handgranaten fallen lässt. Hier unten kann man einmal in sich ducken und hier kann man näher anvisieren. Auch bei diesem Spiel, ich muss sagen, dass da die Missionen dauern da. Die längste Mission, die ich jetzt glaube ich spiele, waren 25 Minuten und ich bin jetzt glaube ich in der 7. oder 8. Mission war es. Ich weiß nicht genau, wie lange das Ganze noch geht, aber bis jetzt muss ich sagen, für 79 Cent, das ist echt, das hat mich schier verblüfft. So ein Umfang und so ein klasse Spielprinzip, Grafik, also das ist einfach, würde ich fast sagen, meine Top-App bis jetzt. Die macht so viel Spaß und man sieht es mal, wenn ich tot gehe. Okay, dann...
kippe ich so um und ich kann vom letzten Speicherpunkt aus starten, was in dem Fall der Anfang der Mission war. Also die Missionen variieren wirklich sehr. Ich musste auch schon mit einem Fahrzeug durch ein Kriegsgebiet fahren und vom Fahrzeug aus Gegner beschießen. Grafik, denke ich, seht ihr selber, ist wirklich eine Wucht. Und auch hier wirklich eine absolute Kaufempfehlung für 79 Cent, ein Top-Spiel. So, und als letztes kommen wir jetzt zu iLiga 3.0. Ich denke, viele von euch kennen iLiga schon. Ist jetzt sozusagen der Nachfolger, was vom Aufbau her eigentlich komplett gleich ist. Viele werfen dem Entwickler es vor, dass er iLiga 3.0 gestartet hat, weil er die schlechten Bewertungen von der normalen iLiga loswerden wollte und jetzt wieder oben in den Top-Apps der kostenlosen Apps sein will. Ist ihm auch gelungen, aber ich muss sagen, wirklich, ich habe auch die letzten 2 Jahre damit schon, hat die Originalwappen, sieht gleich schnell, wer spielen kann, kann auch in die zweite Liga wechseln, neu ist auch in die Premier League. Hier unten, hier habe ich eben die Spieltagesübersicht, kann hier unten in die Tabelle wechseln. Habe ich in dem Fall eben die Premier League. Kann mir aktuelle News laden. Die wirklich auch sehr schön gestaltet sind. Mit Bildern und allem. Videos gibt es jetzt auch, sogar mit 3D-Toren. Die sind wirklich auch richtig schön gemacht. Und das Ganze finanziert sich eben durch Werbung. Okay, das funktioniert jetzt im Moment nicht. Aber auf alle Fälle unter mehr gibt es dann auch noch, kann man sich Torschüsse und Teams genauer anschauen, einen Blog. Und was auch wirklich klasse ist, wenn man unterwegs ist, man kann auf verschiedene Radiosender zugreifen, wo dann immer angezeigt wird, ob da im Moment gerade eine Fußballübertragung stattfindet. Und ist so immer schnell up to date. Und ich, gerade für unterwegs, ist wirklich eine Top-App und auch die kann ich euch nur empfehlen. Das war's jetzt zur App-Review Nummer 21. Jetzt zum Ende noch der Gewinner des kleinen Giveaways. Die Adresse schickst du mir dann bitte einfach eine Nachricht. Und zwar ist es HSV Hinzi 1408. Herzlichen Glückwunsch, die anderen nicht traurig sein, wenn ihr mich weiter fleißig abonniert, kommen immer wieder Giveaways. Freue mich weiter über Abonnenten, Bewertungen und Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.